Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sims 4 YouTube-Doof. Mit dabei ist wieder Fräulein Silly. Liebe Grüße aus Thailand. Liebesgrüße aus Thailand. Nicht Liebesgrüße aus Moskau. Ist mir gerade so spontan eingefallen. Oh nee. Ja, und diesmal sind wir... Wo sind wir hier? Thailand Beach Club. Thailand Beach Club. Wir sind heute hier im Thailand Beach Club und hier geht quasi der Beach Club ab. Genau. Also hier läuft, hier ist Party angesagt. Das ist auf jeden Fall, sieht geil aus. Ich kann schon wieder die ganze Zeit, jetzt reden schon wieder die ganze Zeit. Ja, sieht so geil aus. Boah, sieht so geil aus. Danke. Ne, sieht aber echt geil aus. So, ach, freut mich. Wir machen mal Getränke bestellen. Für Gruppe. Richtig, denn wir hauen jetzt mal ein bisschen auf die Kacke. Was nehmen wir denn? Irgendwas Cooles. Aber nicht Hähnchenflügeltee, den kann ich nicht mehr sehen. Nee, den nehmen wir auch nicht. Wir nehmen irgendwas, was passt so, weißt du? Ja. Zu Urlaub, so. Sea Splash. Wollte gerade sagen, Sea Splash passt doch, ja. Na los, wir hauen's raus, 300 Euro. Hauptsache, ich bin gelangweilt, weißt du? Ich bin nie gelangweilt, aber im Urlaub, da bin ich gelangweilt. Du hast zu viel meditiert, das ist wohl nichts für dich. Ich bin hier gelangweilt, weil es hier einfach keinen PC gibt, das ist eine Frechheit. Ja, es war aber auch ein WLAN-freier und Wi-Fi-freier Palast. Freier. Das Schlimme ist, wenn ich hier wirklich jetzt, ne, wenn ich in den Urlaub ankomme, das erste, was ich mache an der Rezeption, wo gibt's hier WLAN? Ja, das ist was aber muss ich zahlen? Ja, ich zahle alles. Willst du meinen Koffer haben? Da gib gibt's kein Netz, da gehe ich nicht hin. Ja, ist so. Ich muss auch vorher schon immer so im Reisebüro so, gibt's da WLAN? Ja, gibt's WLAN. Ja gut, dann können wir das nehmen. Genau, welches Netz gibt's da? Alles gut, alles klar. Ja. Wie ist da die Download und Upload? Ja. Wie ist da Download und Upload? Warte. Ja. Ich was, frag die nicht haben so, den Ping von 30? Ich frag nicht so, weißt du, so, und dann sagt die so, ja, und ist Ihnen denn der Strand wichtig? Nee, mir ist eigentlich die Download- und Upload-Rate sehr wichtig. Ja, genau. An dieser Stelle würde ich mal gerne wissen, wie die denn so ist. Genau. Wichtiger als jedes Sandkorn. Was hab ich denn da jetzt aus deinem Arsch gesogen? Das sah so geil aus, hast du das gesehen? Hauptsache, sie nimmt sich jetzt mal. Was hab ich denn da jetzt? Ich bin kein Goldesel, ich bin ein Chipsesel. Was ist das denn? Das sind Chips, ich glaube, Walle hat die gekauft. Guck mal, bei Walle standen auch welche. Tina! Walle! Warte mal, auf Chips zu essen. Auf. Aber es ist doch gut. Ja. So, was machst du denn, mein kleines Kind? Du kannst ja eigentlich, kann die hier irgendwas machen? Gibt's hier warum ist die gelb? Gelb? Der Plumbob? Weil die Hunger hat. Was? Da muss man was essen. Können wir mal bitte... Kann doch einer was grillen, da ist ja auch ein Grill links. Oh, links? Links. Links, ja. Hoch, links. Links, stopp. Da. Ja, der Grillmaster ist ja immer unser Erik, deswegen lassen wir dem mal was grillen. Was grillen wir denn? Ich bin ja immer für Hamburger, aber wir sind jetzt hier. Was gibt's denn da noch? Würstchen mit... Ofenkartoffeln, komm, die sind auch lecker. Das passt ja voll nicht nach Thailand. Okay, Hähnchen. Ja. Was passt denn nach Thailand? Let's eat, Würstchen mit Paprika, keine Ahnung. Würstchen mit Paprika passen jetzt nach Thailand, willst du mir sagen? Weiß ich auch nicht, nee. Gibt's hier kein Reis? Ja, wir können jetzt keine grillen. Ja, egal, wir machen jetzt... Reis, nee. Wir machen jetzt einfach das, so. Ja, wäre geil, wenn's mal Sushi gäbe bei Sims. Boah, ja, Sushi, ne? Oh, Sushi könnte ich mich reinsetzen. Wollte ich gerade sagen, wenn das jetzt wäre, sagt, krieg ich ja wieder Hunger drauf. Verdammt. Toll. Ah. Du bestellst gleich, wenn wir aufgehört haben mit Let's Play aufnehmen. Wahrscheinlich wie immer. Du bestellst und schickst das bitte hier hin. Lieferadresse bitte da und dahin. Dann denkt mein Lieferservice, ja, ist die noch ganz dicht. Ehrlich. Bestellst du so bei dir, weißt du, und dann müssen die erstmal 4 Stunden bis zu mir fahren, bis dann sieht Sushi schon schlecht, weißt du? Ja, echt, die twittern gleich mal so, unser Stammkunde dreht durch. Ja. Unser Stammkunde. Jetzt denken alle, du kochst nie. Aber wer kocht schon? Ich lasse mich immer bekochen, neuerdings. Ich habe einen Hund und einen Garten, ich habe keine Zeit zu kochen. Ich mach doch gar keinen Spaß. So, gibt Musik. Juhu, dann wird es Zeit, dass wir mal ein bisschen dancen, oder? Ja, let's dance. Oh, die macht sich gleich in Hose. Ey, und es ist schon wieder eine Rentnerin, oder? Nee, ist eine Erwachsene. Nee, das ist aber auch dieselbe wie bei mir im Video da aus diesem Bereich. Hier das aus ist manchmal so komisch, ich habe immer eine Rentnerin, ne? Ja, das habe ich auch schon bei Facebook gelesen. Da hat es sich auch schon mal einer darüber beschwert, dass es so ist. Ja, aber warum? Weiß ich nicht, weil DJs sind ja auch generell so oft Rentner. Ja, ist so, ne? Ich habe noch nie in der Disco gestanden und so eine 80-Jährige so, hey, get the party started. DJ Opa Antoine oder... DJ Opa
Opa-Antoine. Felix Heinrich Wilhelm Jahn. DJ Opa-Antoine war der geilste. DJ Opa-Antoine finde ich jetzt schon wieder am besten. Nee, aber, Ja, ist so, ne? Weißt du, dann heißen die DJs nicht mehr DJ David Guetta. Die heißen dann DJ Hans-Peter oder DJ Clemens oder DJ Kaiser Wilhelm. Ja, Kaiser Wilhelm, der Erste. Der ja. Zweite, man weiß es nicht. DJ Kaiser Wilhelm the First. The First. Also hört sich auch wiederum cool an, ne? Was legt denn der dann auf? Marschmusik? Ich weiß nicht. Ey. Da, 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 da. Wie sieht's eigentlich mit den Würstchen aus? Ist das noch was geworden oder hat Gronkh gar nicht angefangen? Oh, die sind wahrscheinlich unter die Haube gekommen. Hä? Hat er jetzt nichts gemacht oder was? Sind die in seinem Inventar? Lustig. Schöne Grüße an Bart, aber herzlich, der mich gerade versucht anzurufen. Ich kann gerade nicht. Ja, danke auch für die Grüße letzte Woche. Echt? Ach nee, lustig. Keine Ahnung, hat er die in der Tasche? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, seine Tanzfläche nur. Seine Karton. Er hat seine eigene Tanzfläche immer am Start. Ehrlich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, man kann, wenn man die irgendwo hinlegt und damit tanzt, glaube ich, kein Trinkgeld dafür bekommen. Ne? Das war doch nur bei Sims 3. Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, nee, Trinkgeld gibt's nicht. Doch, wenn man DJ macht. Ja, aber nicht, wenn du tanzt. Ja, das ist schade. Ja, also ich finde, das ist ein Fehler im System. Ich finde auch. Ja. Da ist ein Fehler in der Matrix, liebe Freunde. Genau. Ja, aber ich finde es auch schön, dass wir mal sowas machen, weißt du? Also so, jetzt auch mal so tun, als ob wir in Urlaub waren. Ihr wisst ja alle, dass es kein richtiger Urlaub ist, aber, ne? Ja. Weißt du? Das inspiriert vielleicht EA auch mal ein bisschen, dass man da vielleicht auch mal was anderes macht, weißt du? Also ich finde, man sollte mehr Urlaubsorte haben als nur Grand Falls. Ich denke auch, dass wir nochmal irgendwann eine kriegen, weil eine ist zu wenig. Ja, auf jeden Fall. Ich will sowas wie Reiseabenteuer, weißt du, voll geil, wo du nach Ägypten konntest und nach Japan. Oh, das war so geil mit den Pyramiden da, wo man diese Rätselwege hatte, das fand ich cool. Ja, das war auch voll cool. Ja, und dann musste man die Sachen verschieben und durchs Labyrinth und so, das war echt schwer. Was ich jetzt leider sagen muss, ist, dass mich bei Sims 3 die Erweiterungspacks irgendwie länger beschäftigt haben. Ach so, ja gut, weil das war aber auch oft, ich finde, thematisierter stärker als hier. Ja, aber weißt du, es sind zwar immer neue Sachen, oder kommen zwar immer neue Sachen, hier ja jetzt auch, aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage so, boah, das hält mich jetzt voll lange an, weißt du, so, da hält der Spaß voll lange, weißt du. Aber bist du sicher, weil ich zum Beispiel bin durch Zeit für Freunde total in Windenburg hängen geblieben. Und ja, das schon. Aber der Rest nicht, ja. Das schon, aber ich finde zum Beispiel, so wie zum Beispiel früher Reiseabenteuer oder so, das hat mich so lange beschäftigt, weil du konntest dann so viel machen, du konntest einfach nur in Urlaub fahren, dann hattest du noch die Fotografiefähigkeit, dann konntest du noch diese ganzen Pyramiden, das hat ja schon ewig lang gedauert. Ja, genau. Kampfsportart und sowas. Und das mit dem Wein war auch cool in Frankreich. Ja, genau, mit dem Wein, mit dem Traubensaft herstellen und sowas. Krokodile fangen. Ja, das war viel cooler so. Also es hat mich auf jeden Fall länger beschäftigt. Oder wie Inselabenteuer oder sowas. Ja. Mit den Hausbooten und den Jetski fahren. Und dann konntest du tauchen. Das ist schon unterschiedlich, das stimmt. Tauchgrundstücke erkunden und so. Und jetzt bei Zeit für Freunde ist ja eigentlich nur dieses Gruppenfuture so, ne? Naja, aber alles andere, das machst du einmal. Und dann da ist nicht so viel los, wie bei, gerade wie mit den drei Urlaubsorten bei Sims 3, da ist bei Windenburg halt auch nicht so viel los, ne? In der Welt auch und so. Ja, genau. Ja. Also nur dieses Labyrinth oder Emily mal suchen, aber sonst. Ja, aber ich muss sagen, also früher, weiß ich nicht, ob mir das jetzt nur so vorkommt, aber ich glaube, Sims 3 hat mich länger beschäftigt, so die Erweiterungspacks auf jeden Fall. Naja, aber ich muss jetzt, wenn ich nochmal da zurückkommen darf, also wir machen ja echt voll das Let's Talk heute. Ja, echt voll das Let's Talk. Ja. Aber als ich jetzt hier mal in Oasis Springs wieder gebaut habe, habe ich ja gestern schon erzählt, dass ich da so voll ins Urlaubsgefühl gekommen bin. Also ich finde, man kann diese Orte zwar immer nochmal neu entdecken, aber man kann da nicht so viel machen. Nur ich habe mir dann halt selber jetzt da quasi das Neue gebaut, ne? Dass ich halt jetzt gesagt habe, okay, das ist jetzt mein neues Thailand. Also man muss auch selber viel Fantasie haben, um sich da irgendwie das wieder neu zu entdecken, das ganze Spiel. So, ja, es ist schon wirklich, habe ich gerade einen Kuss. Vielleicht muss ich Sims 3 doch mal wieder installieren und vielleicht muss ich dann doch mal wieder ein Let's Play vormachen, mal gucken. Ja, was sagt ihr dazu, liebe Zuschauer? Ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich hab da Bock. Wollt Bock ihr drauf. Sims 3 sehen? Vielleicht. Habt ihr Bock auf Sims 3? Dann gebt mir ein Ja! Ja! Von mir hast du schon mal ein Gib mir ein Humba, Humba, Humba. Ich freu mich schon. Ja. Achso, ja, übrigens, willst du gucken, was ihr gerade macht?
wie in meinem Walle Traveler Video. Echt? Ja gut, aber man muss, ich sag immer, man muss techtelmechteln. Wir müssen die Leute techtelmechteln lassen. Ja, wir haben die letzte Folge auch ohne beendet. Sorry. Ja, genau. Wir dürfen nicht mehr so schluderig sein, Celine. Ne, wir waren am Meditieren, da hat man halt gerade mal keinen Kopf gehabt für den Busch. Ja, echt, ne? Das wäre auch irgendwie doof gewesen. So, wir müssen die Meditation jetzt kurz abbrechen, weil wir die Folge immer pervers beenden müssen. Weil meine Zuschauer immer einen leicht perversen Hang haben. Ja, irgendwie schon, ja. Entschuldigung, nicht böse gemeint. Naja, stehen wir nicht alle auf so dreckige Dinge? Manchmal. Ich enthalte mich jetzt. Ach, Quatsch. Juhu, ich mach Feuerchen. Ja. Oh, Feuerfarbe ändern. Ich will ein dunkles Rosa. Ah, das ist auch eine geile Option immer. Bam. Oh, das sieht immer so hexenmäßig aus. Voll geil. Passt zu deinem Oberteil. Ja, deswegen habe ich das natürlich auch gemacht. Das war alles der Plan. Ah ja, ist klar. Und oh. Oh nein, aua. Das könnte mir wirklich passieren. Ja, ich weiß. Das ist so lustig, das könnte mir echt passieren. Ach nee, ich bin echt bescheuert. Ja, wir haben getechtelt. Sollen wir jetzt nochmal techteln? War das jetzt beendet mit dem Techtelmechteln? Doch, was? Ich stehe da ja noch doof rum. Richtig, du stehst da ja immer noch. So nach dem Motto so, ja, es war gut, tschüss Walle. Walle steht schon mal am pinken Feuer. Du gehst pennen. Ja gut, war ein anstrengender Tag. Ach so. Ja, hast Feuer gemacht. Ja, ich hab Feuer gemacht, das reicht ja wohl. Wie viel soll ich noch machen? Voll. Links da der Typ. Was mit dem? Irgendwer hat da... Ach nee, das ist der Baum. Ich dachte, der Typ stimmt. Welcher Baum? Ach, da hinten im Hintergrund. Boah, warum leuchtet denn der so grün? Das ist ein Sim-Fruchtbaum. Boah! Was? In Thailand wächst der Sim-Fruchtbaum. Und den kann man nicht ernten, Vater. Oh, warum kann man denn nicht ernten? Geht gerade nicht. Komm später nochmal. Kacke! Oh, wie du eben ins Telefon, Quatsch, ins Mikro gekotzt hast. Ah, oh, nee. Ja, gut. Halt so, boah. Ja, doof. Ich will den essen. Ja, den müssen wir uns noch holen dann demnächst hier im Urlaub. Den müssen wir haben. Ja, das stimmt. Den müssen wir haben. Geil. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch haben diese Thailand-Folgen gut gefallen. Also mir haben sie sehr gut gefallen. Wenn ihr euch das alles hier downloaden wollt, dann gerne unten in der Infobox nachschauen. Da findet ihr auch den Weg zu Celines Kanal und den Weg in die Galerie, um die ganzen Sachen zu downloaden und fröhlich zu sein. Ihr seid herzlich willkommen bei mir. Ja, sicher. Sicher. Das ist immer ganz toll. So, und die hat nämlich auch ein neues Let's Play am Start. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken. Und wenn ihr das mögt, könnt ihr sie gerne auch abonnieren und einen Daumen nach oben da lassen. Da freue ich mich nämlich auch mal sehr drüber. Jasmin. Ja, bitte. In dem neuen Let's Play, da passiert was mit dir. Jetzt ernsthaft. Was Schlimmes? Ich verrat's dir nicht. Also reinschauen, ne? Das war jetzt sehr klug von dir gemacht. Ja, es ist aber so. Ich wollte es dir eigentlich noch erzählen. Jetzt bin ich selber neugierig. Also jetzt muss ich selber gucken. Jetzt bin ich selber wieder abhängig. Ja, ab Sonntag. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja gut, dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Macht's gut. Tschüss.